Hallo und willkommen zurück bei Grausig gemeinsam durchgelitten. The Lords of the Fallen. The So. Lords of the The Fallen. Lords of the Fallen. Ja, wir haben gerade eine kurze Essenspause eingelegt. Und in der letzten Folge haben wir die Gegend erkundet, haben alles zu Klump geschlagen, haben eine schöne Rüstung an. Und jetzt finden wir raus, was dieses komische blaue Leuchten ist. Wir haben mysteriöse Magiehandschuhe gefunden. Es war auch kurz, war beim letzten Mal auch so. Hört mal was? Nix. Ja, das war beim letzten Mal auch so. Sie wollten uns erklären, was der Handschuh macht. Es ist aus irgendeinem Grund nicht aufgetaucht, man muss es wegdrücken. Wir haben es aber dennoch rausgefunden, der Handschuh, man schaltet jetzt nicht mehr nur zwischen zwei Hand und ein Hand durch, Genau. sondern zwischen zwei Hand, ein Hand und Handschuh. Also jetzt sind wir mit zwei Hand, davor Schild und Schwert und jetzt haben wir Magiehandschuh. Genau, und den kann man dann einfach mit L1 bedienen, kann dann hier so Magieschüsse schießen. Und das ist L1. Du bist überlastet. Ach, wir Ah, sind überlastet. der Ach, Handschuh hat uns überlastet. Okay. der Handschuh hat uns Na, überlastet. jedenfalls kann man, ist das die Fernkampfmöglichkeit in diesem Spiel. Man kann diesen Handschuh schießen, verbraucht dafür Mana. Genau, es ist der Handschuh. Das ist eine gute Frage. Da, wahrscheinlich unten. Ah, Magiehandschuh Granate. Ah, und man kann auch. Magiehandschuh Geschoss, Magiehandschuh Ah, man Druckwelle. kann zwischen unterschiedlichen Funktionen durchschalten. Okay. Ach so, ist das ja. Okay. Na gut, aber wir müssen ihn dennoch erstmal ablegen. Wie viel denn? 3,5. Na ja, gut, da können wir auch noch theoretisch. Ja, weil wir brauchen ihn ja eigentlich gerade nicht, oder? Na, ich würde schon ausrüsten, weil wenn er jetzt hier kommt, kommen ja Na noch die gut. lebendigen Elemente, eine Rüstung weniger. Schon können wir Magiehandschuh tragen. Na gut. Machen wir das Können wir so. kurz gucken hier, Details. Der Explosionsmodus deines Magiehandschuhs ähnelt dem Wurf einer Bombe. Die Wirkung auf Gegner kann je nach Herstellung unterschiedlich sein. Je nach Herstellung? 30 Schaden, 40 Magiekosten, dann sind wir, glaube ich, alle mit der Magie. Wie viel haben wir? 48. 48, wir können gerade eine Granate werfen. Dann haben wir noch. Upsa, das wollte ich gar nicht. Dann haben wir noch die Druckwelle. Die Reichweite ist im Stoßmodus nicht sonderlich groß, doch der Schadenskegel und die Chance darauf, den Gegner zu töten, sind beachtlich. 12 Schaden, 30 Magiekosten kann man auch nur einmal machen. Gut, wir können jeden Zauber nur einmal machen, dann müssen wir kurz warten, bis die Magie sich wieder aufgefüllt hat. Ja, Druckwelle und Geschoss. Indem du deine Magiehandschuhe auf Geschosse einstellst, kannst du ihn als schnellfeuernde Magiewaffe benutzen. Weitere Anpassungen sind möglich. Ich glaube, wir bleiben einfach beim Geschoss, wa? Ja. Hört sich ganz gut an. Ich glaube, wir haben im Moment noch nichts, was die Mana auflädt. Man kann auch mit Magiehandschuh sogar blocken. Ja. Funktioniert wie ein Schild. Allerdings ist halt der Schutz lange nicht so hoch, wie wenn wir halt hier unseren Schild haben. Ja. Dann machen wir dann erstmal das Tor auf, was wir vorhin von innen gesehen haben. Genau. Ach, da. Und runter. Damit haben wir eine kleine Abkürzung sozusagen hier geschaffen. Ja. So, und ja, und jetzt ist schon blind, wa? Ah, ne, doch, da oben noch. Genau. Da oben, das kennen wir noch, und den Gang nach links kennen wir dann schon nicht mehr. Genau. Boah. Au. Ja, gestatten, das ist der einzige, der mich mal unter die Hälfte des Lebens bekommen hat. Der hier? Ja. Obwohl es genau derselbe ist wie sonst auch, aber irgendwie habe ich mich in dem Moment doof So, angestellt. jetzt. Soll jetzt gleich mal einen Trank konsumieren. Oh! Au. Das Backstep nicht, aber egal, er ist tot. Platsch. Ja, leg dich hin, ist schön dort. So, das war der. Dann gehen wir weiter. Wir sind noch. Ah, und auf der Hauptmauer. Denn da misst Bogenschütze da. Bing! Liegt hier noch was? Liegt hier noch was? Liegt hier noch was? Sprich, Wachturm. Ah, und da ist das Da haben wir Symbol ein von Symbol. Antanas. Ich gehe aber ganz kurz. Da haben wir den nächsten Checkpoint. Ja, und wir wissen aufgrund unserer Ausnahme auch, dass da eine Zwischensequenz kommt, dass wir da erstmal nicht hingehen. Genau. So, der ist tot. Und jetzt du da. Hallo, Schütze. Bam! Bam! Und tot. So, das war der Bogenschütze. Das hier noch kaputt.
Quatsch. Schildschlag. Genau, Schildschlag können wir auch machen. So, haben wir hier noch schönes. Feuerchen. Feuerchen. Eine Bank! Jetzt nicht mehr. Das ist an unserer puren Präsenz zerbrochen. So, jetzt geht's hier runter. Da haben wir uns auch schon umgeguckt. Ja. Machen wir das doch gleich mal, oder? Steht da, ich will ganz kurz das Zeichen. Ah ja, stimmt. Hallo Zeichen. Ja, das ist eins der drei Zeichen, die wir finden müssen. Ich wette, wir verpassen welche. Ja, hier können wir nicht durch. Das war das Erdzeichen, was wir gefunden haben, aktiviert. So. Ja, ich weiß nicht, sollen wir erstmal die... Nee, erstmal... Ja, guck mal, wir sind schon da hinten. Ja, aber da hinten geht's ja weiter. Ich würde sagen, wir machen erstmal das Gebiet hier drüben noch, sonst rennen wir am Ende einfach nur zurück hier hin. Meinst du, da geht's weiter? Ja, wir haben doch hier alles abgehakt und sind dann dahin. Stimmt. So, was haben wir denn hier? Mächtiger Antares, ich habe Anzeichen eines Roga-Herrschers gefunden, der für seinen Stolz auf seine körperliche Hülle bekannt war. Und sein Schild war ein Meisterwerk der Schmiedekunst. Es ist seltsam zu lesen, dass ein Herrscher auf solche Dinge Wert legen würde. Es ist kein Wunder, dass er in all den Schlachten, die er führte, die treuesten Gefolgsleute hatte. Tja, den haben wir anscheinend vernichtet, denn... Ich muss aber sagen, wie sehr sich Text und Untertitel wieder unterscheiden, ist schon wieder ganz schön krass. Naja, sei es drum. Ah, ist eine Truhe. Ups. Und wir kriegen tödliches Geheimnis. Ein weiteres Kurzschwert und noch ein Feuerspitter. Was? Wir können nicht den Amboss zerstören? Unfassbar. Lusche. Ja, wirklich, was soll das hier? Hakin. Da hinten liegt, glaube ich, noch was. Welches? Ein Gegenstand. Wo ist da hinten? Ja. Da. Ah, ne, es war Feuer. Kein Herz zum Brennen. Ne, wir sind zurückgegangen, weil es jetzt auch über weitergeht. Ach, hier kann man es auch noch aufmachen. Noch eine Kiste. Noch eine Kiste. Blut. Wir diese Kiste auch noch. Und wir kriegen einen unfassbar wichtigen und total super tollen Peilhammer, Magiewiderstandsplitter und lebendige Elemente Brustpanzer. Ja. Alles schick, alles schön. Mal das Dörrchen noch auf. Und dieses Dörrchen aufmachen. Ja. Und runter. Achso, jetzt. Ah, hier waren wir glaube ich noch nicht. Haben wir es beim letzten Mal übersehen? Nein. Das ist auch nur die Abkürzung. Ach so, okay. Ach so. Dass man gleich hier reinrennen kann. Ja. Weil hier geht es auch noch runter. Ja, also man sieht, das Design ist, also das Level-Design ist eher wieder so wie in den älteren Souls-Spielen. Es ist ein großes Level, ist, was verzahnt ist und wo man überall Abkürzungen machen kann und so. Jetzt runter oder zu Katz? Ich will das. Geh erstmal runter. Wir haben das doch, wir wissen doch, dass sie. Hier unten waren wir noch nicht, oder? Doch. Nein! Doch. Das Vieh haben wir noch nicht getötet. Doch. Haben wir. Das Vieh kann mich nicht erinnern. Haben wir aber. Batsch. Batsch. Nein, das haben wir noch nicht. Na naja, gut, egal. Ich glaube, du hast das alleine gemacht, als du nochmal Testaufnahmen gemacht hast. Aber das habe ich noch nie gesehen, das Vieh hier. Nun gut, jetzt sind wir trotzdem erstmal hier. Sieht sehr krass aus und... Oh, das ist so eine Riesenspinne. Das sind auch kleine Spinnen. Na gut, dann waren wir hier noch nicht, aber trotzdem... Können wir erstmal hier lang, weil man kann davon ausgehen, bei der Katze geht's weiter. Ja, ich bin aus Versehen mitgenommen. Und. Ach, oh ja, da ist keine Ausdauer mehr, da ist keine Ausdauer mehr. Quatsch! Oh, sind die denn noch? Gibt's doch nicht! Ach, die Bank kann er jetzt ja nicht zerkennen. Lusche. Was? Oh. Heil dich. Oh, haben wir uns vielleicht verschätzt mit dem Schwierigkeitsgrad. Meine Damen und Herren, Sie könnten den ersten Onscreen-Tod sehen. Nein. Ah, doch nicht. Da setzt die Spinne nicht bissig genug nach. So. Böse Spinne. Oh, ich bin vergiftet. Vergiftet. Aber es gibt, nicht geht nicht ganz lange gut. Glaubt ihr, das hier ist das Laboratorium, kann das sein? Möglich. Jetzt sind wir hier. Alles kaputt machen. Laboratorium. Ist nicht wichtig, was hier rumliegt. Kann alles kaputt gemacht werden. Jetzt noch weiter runter. Hm. Ich wiederhole, ich gehe gleich zur Cutscene, weil ich glaube, da geht's noch nicht weiter. Na gut. Magiesplitter und Dawn ein Großhammer. Oh, ein Großhammer, das klingt gut. Aber es ist wahrscheinlich nicht besser als unsere Waffe, aber wir können ja trotzdem mal gucken. Wir schauen gleich mal, ja. Das war der erste etwas schwierige Gegner, abgesehen vom Endboss.
Batsch, batsch. Alles wird hier kaputt gemacht. Alles. Auch die Bänke. Also ich glaube, in den Bänken ist nichts drin. Das wissen wir nicht. Deswegen mache ich auch in der Bank kaputt weiterhin. Ja, also ab jetzt sind wir in Gefilden, die wir nicht mehr kennen. Ja, stimmt. Wir haben, weil das mit der Katze noch außerhalb der Aufnahme war, wir wollten eigentlich nur noch speichern, haben wir da dann halt auch sofort abgebrochen. Wir wissen also auch noch nicht so wirklich, was in der Katze passiert. Das heißt, ab jetzt, wir kommen bei Lords of the Fallen, ab jetzt wieder blind. Aha. Ich gehe mal ganz kurz nach oben, mach die Katze. Na gut. Weil ich habe das Gefühl, hier geht es noch Längen weiter. Möglich. Während da oben ist ein riesiges Tor, was aussieht, als ob wir es nicht öffnen können. Das ist ein Argument. Die Frage, aktivieren jetzt auch das Ding da oder nicht? Ja, würde ich schon sagen, oder? Ja. Aber erstmal. Los, sag mir, wo es ist! Wo ist was? Ach, verschwinde! Das geht dich nichts an! Jetzt gar. Schön, das geht dich nichts an. Lass ihn fallen, lass ihn nicht fallen. Ja. Wer weiß, wer es ist, ich würde sagen, lass ihn nicht fallen. Ja. Ich weiß nicht, was du meinst. Aber von einem Toten bekommst du keine Antwort. Ist anscheinend dein Glückstag, Prediger. Oh, das hat wirklich Auswirkungen. Weil nämlich da, wo wir es ganz gut gemacht hatten, haben wir ihn fallen lassen. Mhm. Das sind alles Lügner und Verbrecher. Anstatt zu helfen, haben sie meine Familie bestohlen. Und keiner weiß, was sie mit der Wegpforte anstellen. Mit der Wegpforte? Die Mönche haben sich bestohlen, hab sie immer für Brüche, wo man gar nicht gelangt, Digga. Das hier ist eine Abtei, ganz tut. Darf ich das klicken? Wenn du jetzt gleich mit ihr verscherzen möchtest, dann. Mit der Wegpforte? Mit der Wegpforte? Eine Tür zu unerreichbaren Orten. Orten, die Geheimnisse verstecken. Geheimnisse von großer Macht. Warum glaubst du, dass es so eine Pforte wirklich gibt? Es steht im Buch der Ahnen. Und das Buch lügt niemals. Bestechende Argumentation. Ja, okay. Die Mönche haben dich bestohlen. Hab sie immer für Bücherwürmer gehalten und nicht für Langfinger. Sei kein Idiot. Die Männer hier drin sind genauso verdorben wie die Menschen draußen. Sie haben die Dorfbewohner bis zum Tode geschröpft. Sie denken, die Menschen vergessen das. Und die Wahrheit wird mit den Leichen begraben, die sie auf dem Gewissen haben. Aber da liegen sie falsch. Ich weiß, was sie getan haben. Na dann. Na dann. Das hier ist eine Abtei. Kein Zutritt für Frauen. Verbrecher dürfen auch nicht hier rein. Trotzdem stehst du hier. Wenn das ein Verhör werden soll, dann erzähl mir von dieser Sternkarte auf deiner Visage. Nicht? Dachte ich mir schon. Also haben wir beide unsere Geheimnisse. Irgendwie sympathisch. Gut gekontert. Okay, wir können anscheinend mit dir nicht reden, ja. Dann hast du wohl recht. Wie du willst. Wie du willst, ja. Ich will doch gerne weiter mit dir reden, aber... Kommt irgendwas Neues? Da bist du wieder. Lustig, ein wenig nützlich zu machen. Ich suche einen Dolch. Ein altes Ding. Nicht viel wert. Und verrostet ist er auch. Hast du ihn zufällig gesehen? Sehe ich aus, als ob mich das interessiert. Warum sollte ich es dir sagen? Du hast gesagt, du musst nach der Wegpforte. Oder sitzt du mit einem alten Dolch? Es ist schwierig, ein Arschloch zu sein. Wir sind nett. Wir sind so nett, wie das möglich ist, Michi. Also sagen wir, du hast gesagt, du suchst die Wegpforte. Was willst du mit einem alten Dolch? Ja. Du hast gesagt, du suchst nach der Wegpforte. Was willst du mit einem alten Dolch? Bloß ein Erbstück, an dem ich aber sehr hänge. Mithilfe meines Buchs der Ahnen kann er mich zur Wegpforte führen. Aber, klingt das, als ginge es dich was an? Nein. Also, entschuldige mich. Warum sollte ich es dir sagen? Und selbst wenn ich ihn gesehen hätte, warum sollte ich es dir sagen? Weil ich eine Menge über diesen Ort weiß, du zu groß geratener Haudegen. Dinge, die dir nützlich sein könnten. Ein Rätsel. Wer hat den Schlüssel, der einen geheimen Zugang zu den Katakomben öffnet? Zerbricht dir nicht dein Dickschädel? Ich natürlich. Und sage ich, finde sie wirklich sympathisch. Sehe, als ob mich das interessiert. Sehe ich aus, als ob mich das interessiert. Du siehst aus wie der schlimmste Albtraum meiner Mutter. Große Klappe für ein kleines Mädchen. Das kleine Mädchen bricht dir gleich das Genick. Ich bin Jetka. Kleine Mädchen kommen nicht weit.
Meine Damen und Herren, Sie sehen Flirten in Lords of the Fallen. Ja, wirklich. Was auch immer. So, sagst du jetzt, wer das heißt? Und da ist er. Ich suche einen okay. Dolch. Ein altes Ding. Nicht viel wert. Und verrostet ist er auch. Hast du ihn zufällig gesehen? Gut. Gut, okay. Einen alten Dolch. Suchen wir. Und da ist ein Hebel, also man kann das Tor offenbar aufmachen. Das führt auf jeden Fall in einen riesigen Turm rein. Na gut, schauen wir uns erstmal auf der anderen Seite halt um. Gut. Aber was haben wir erstmal jetzt gar aktiviert? Dort ist eine Frau, aktiviere sie! Mano! Ja, benutzen wir, oder? Ja. Das ist die Struktur eines Schlüssels mit entscheidender Bedeutung. Achte auf die kleinen Bruchstücke, die rumschweben. Dies ist die Anzahl der Tränke, die du momentan auffüllen kannst. Bruchstücke nehmen sich mit der Zeit. Ach so! Man kann also nicht jedes Mal, wenn man hingeht, die Tränke wieder auffüllen. Okay. Aha. Aha, später funktionieren nicht, wenn Feinde in der Nähe sind. Okay, jetzt ist aber ein guter Zeitpunkt, weil wir haben nur noch einen Trank. Ja. Oh, Quatsch. Wir sind schon ein Splitter ist, jetzt, ein Splitter ist noch da. Okay. Ach, interessant. Okay, okay, okay. So, ja, dann. Ja. Ah, es ist natürlich. Ich würde gerne auf jeden Fall mal einen Zauberpunkt reinmachen. Aber dann müssen wir auch Glauben hochsetzen, ne? Sonst haben wir keine Mana und dann nutzt uns der ganze Kram auch nichts. Ja, ja, ja. Aber ich will schon mal hier so ein bisschen was machen. Ich meine, wir haben hier. Übrigens, wir haben uns noch gefragt, warum man am Anfang eins wählt, nur dass dann trotzdem andere da sind noch. Na, man kann die andere noch nicht nehmen. Pro Plus Game. Genau, Pro New andere... Game Plus kann man eine Zauberschule dazu tun. Und zum Beispiel weiß ich, dass beim Prügel gibt es nämlich einen Zauber, der einfach mal unsere Ausdauerleiste komplett für eine gewisse Zeit sozusagen. Ja, aber dann müssen wir auch auf Glauben skillen. Das sonst. Ich meine, wir können mit unserem Magiehandschuh genau einmal schießen, dann ist die Magie alle. Ja, das stimmt wohl. Ja, ich weiß nicht, erstmal Attributpunkte machen ja, und dann. Ich würde erstmal bei den Attributpunkten bleiben und wenn wir später das Gefühl haben, Magie ist nötig, dann. Müssen wir halt farmen. Hm. Guck mal, ein Zauberpunkt. Ja, mach. Man muss erstmal gebeten, nehme ich an, ne? Ja. Level 8 muss er dafür sein. Ein bewegungsloser Klon, der die Gegner auf sich zieht, stellt einen Teil der Gesundheit. Achso, was muss man für Rage sein? Ah, okay. 12. Na, dann würde ich ihn aufheben, oder? Den Punkt. Was haben wir denn alles nochmal? 12 und 15 Erdbeben, das ganz zuletzt, und davor ist noch Rammen. Möchte ja schon, dass dein Gegner nicht nur schadet, sondern sie benommen macht oder zu Boden werfen kann. Rage. Eine dich umgebende Kraft, die deine Angriffskraft erhöht, sowie eine Energiebeschränkung aufhebt. Ich würde darauf warten. Welchen Level sind wir denn gerade? Offenbar, das sieht man da links. Immer. Wir sind schon als 14. Ach so. Also man braucht wahrscheinlich. Okay, also muss erstmal Gebet. Ach so, so. Ja, na denn. Ah, guck mal. Okay. Aha. Nun, dann können wir noch zwei Attributspunkte ausgeben. Ja. Also unser Leben finde ich okay, die Ausdauer würde ich ehrlich gesagt mal. Weil unsere... Und wir können plus 3 mehr tragen. Ja, das finde ich ganz gut. Ja. Schön, ich muss 22 jetzt schon tragen. Jetzt frage ich, wie es mit der Magie jetzt ist, also wie ist das jetzt ausgerüstet? Ja, das müssen wir mal rausfinden. Ich vermute ja Kreis, weil Kreis hat noch keine... Ah, guck mal, jetzt sieht man da... Mit Kreis. Ah, gedrückt halten. Ui. Sieht ja aus wie Sauron. Unser Ebenbild ist Sauron. Das ist Sauron. Boah. Wir sind Sauron. Wir haben Sauron uns aufgenommen. Und da verschwinden wir. Und tschüss. Ja, kann auch ab und zu mal ganz praktisch sein. Ja. Wow. Warum nicht? Warum nicht? Oh, halt, ich habe was vergessen. So, jetzt sind die Punkte gesichert. Ja. Na dann. Das hätte ich noch vergessen. Frag mich, wie lange es dauert, bis so ein Splitter wiederkommt. Okay, dann haben wir das da. Aber kann man sich da nicht theoretisch einfach dreimal dran stellen und lädt jedes Mal einen auf? Naja, beim nächsten Mal ist aber dieser eine auch weg. Ach so. Ach stimmt, weil wir jetzt gerade nur drei haben. Okay. Schon gut. Okay, gut. Wo geht's denn hier weiter runter? Oder? Beziehungsweise. Ja. Nein! Wohin es dann nach unten geht, erfahren wir in der nächsten Folge.
Bis dahin, euer Suramen und euer Gauton. Ciao.